Wir schreiben, keine Ahnung, 36 Grad oder irgendwas. Ich schwitze schon wieder wie die Pest, weil ich habe gerade zwei übelst freundlichen Möbelpackern dabei geholfen, die neuen Kinderzimmermöbel reinzuholen. Und es ist relativ viel. Oh mein Gott, das ist Wahnsinn. Und vorhin standen wir nämlich noch hier in dem Raum und haben gesagt, oh, krass, wie groß der wirkt. Wenn ich jetzt hier drin stehe, sieht das aus wie so ein Kapuff. Ein Kapuff ist drin. Ja, und es geht jetzt daran, das aufzubauen. Und wir hoffen, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das gedacht und ausgemessen haben. Sollte es nicht passen... Sollte es nämlich nicht passen, dann müssen wir unser Schlafzimmer räumen. Und dann kriegen die Kinder unser Schlafzimmer. Also wie witzig, dass die gesagt haben, dass der beste Hersteller ist, Schlafzimmer. Ja. Vor allem, ja, die haben unten das Dings aufgemacht. Ich habe gesagt, hier unten im Flur einfach rein. Oder tragen sie das auch hoch? Und er sagte, gerne, gerne. Kein Problem. Und ich dachte mir so, geil. Ich bin nicht viel älter als du, oder? Der eine nicht, der andere war ein bisschen älter. Und dann habe ich den 50 Euro angeboten. Also ich habe es ihm einfach zugesteckt. Mhm. Weil ich dachte, zu zweit kriegen sie 20 Euro fürs Hochtragen, weil wie lange hätte ich gebraucht, um das alles hier hochzutragen? Und er so, nein, nein, das ist viel zu viel, kauft deinen Kindern was. Ich habe zusammen ein Hochbett. Du bekommst jetzt ein Hochbett. Cool, wir müssen nur noch zusammenbauen. Jetzt muss ich erstmal sichten, was das eigentlich alles ist, was in welchem Karton ist. Und dann... Mal gucken. Das Geile ist nur, es kommt jetzt wenigstens so ein bisschen Wind. Also ich habe gerade mal das Fenster aufgemacht und es zieht tatsächlich mal etwas durch. So, Nilas geht ins Bett, Papa fängt an. Der ist knuffig. Hey, darf ich mal küssen? Baby. Gute Nacht, Baby. Gute Nacht, Baby. Halt, ich muss noch das Werkzeug rausholen. So, ich habe mir das jetzt erstmal ein bisschen sortiert. Und zwar steht hier draußen der dreitürige Kleiderschrank mit zwei Schubkästen. Dann steht hier Einmalbett, Zweimalbetten. Das sind die so Einlegekreuze quasi, wo man Wäsche sortieren kann für den großen Schrank. Das sind zweimal Kommodenfächer. Und dann haben hier immer Einschübe, das ist ja voll geil, also sowohl die kleinen Schubkästen für den großen Schrank, als auch die ganzen großen Schubkästen sind alles schon zusammengebaut. Das nimmt mir schon mal viel Arbeit ab. Da haben wir zwei Lattenroste und das sind die Leitern für die Hochbetten. Jo. Und jetzt fange ich damit an, nämlich mit dem zweitürigen Kleiderschrank, weil da wollen wir jetzt gucken, ob das nur alles hier so reinpasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Jo, und ich würde sagen, auf geht's. So, ich habe jetzt hier die Teile vom ersten Schrank mal soweit ausgepackt und was natürlich richtig cool ist, habe ich so noch nie gesehen, oder war jedenfalls bei unseren bisherigen Möbeln nicht so, dass Paidi hier die Schränke teilweise schon vormontiert. Das heißt also, die Dinge, wo dann die Türchen hier reingesteckt werden, die sind zum Beispiel schon dran. Dann sind die ganzen Holztübel schon reingesteckt, die Exzente sind schon drin, also ich hoffe, dass das jetzt eine ziemlich schnelle Sache wird, weil sowas nimmt ja doch relativ viel Zeit weg, wenn man aufbaut. Und hier unten im Karton sieht man es auch noch, dass da auch schon wieder Teile sind, die vorbereitet sind. Finde ich echt cool. Damit unser Mädchen dann auch in ihrem neuen Bett schlafen kann, das kann auch kommen werden. Fahre ich jetzt immer schnell los und kaufe eine Matratze. Weil, stell dir mal vor, ich baue das Bett auf und dann kann die nicht drin schlafen. Das wäre echt nicht so gut. Also, auf geht's. Ja, damit man immer weiß, welche Schraube man nehmen muss. Also die haben das ja schon gut gemacht bei Paidi. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, dass man die Schraube C in eines dieser Löcher machen muss. Und erst dachte ich, na toll, jetzt muss die irgendwie zählen oder sowas, welche da richtig sind. Ist aber gar nicht so, sondern man hat quasi immer schon durch eine Markierung oder durch irgendwie eine Rille oder sowas, hat man immer schon vorgegeben, wo das hin muss. Damit fällt es echt leicht, das rauszufinden, an welche Stelle die richtige Schraube muss. Also ich bin begeistert. So, Hasi steht, das Bett steht auch.
nicht es muss noch die Matratze drauf. Es ist jetzt kurz vor 10. Krass. Die Kinder sind immer noch wach. Die haben sich um ein Buch gezankt, von dem wir Gott sei Dank 2 Exemplare hatten. Was wir eigentlich gerade aussortiert haben, weil im Flur stand hier ein riesen Stapel mit aussortierten Büchern. Und die Kids haben sich erstmal natürlich alles genommen, was wir aussortiert hatten. Genau, das Bett steht jetzt jedenfalls soweit. Lattenrost ist auch drin. Lattenrost ist drin, Matratze fehlt jetzt noch, die bringe ich rein. Und wenn ihr mal auf eurer Baustelle noch so richtig Stress zum Abend wollt, gebt Anna und Emil ein bisschen Styropor in die Hand. Und lasst einfach mal also, gucken, was passiert. Und dann habt ihr zum Beispiel sowas hier, ja? Das ist schon abgesaugt und natürlich ist es jetzt schon so spät, dass man nicht mehr den Staubsauger rausholen kann. Aber Alter, hast du schon mal so eine gut geschnittene Styroporkugel gesehen, die vorher mal so aussah? Bitteschön. Nee. Ich bin schon dezent. Wollte ich eigentlich auch nicht. Dezent stolz auf mich und meine Kugel. Gut. Juna, rutsch mal bitte, Papa muss hier durch. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. I could sing the alphabet, can you do the same? The alphabet, the Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Wow. Jetzt kannst du hoch. So, das Hochbett steht, ist soweit fertig. Wir haben festgestellt, dass die Matratze ganz schön hoch ist. Und dass wir da garantiert noch oben einen Rausfallschutz dran machen. Den gibt es bei Paldi noch zu bestellen, den werden wir also nachkaufen quasi. Und dann da drauf packen und drauf montieren. Genau, das da unten sind übrigens alles vormontierte Schubkästen. Die habe ich jetzt einfach mal da drunter gestellt, damit sie ein bisschen weniger Platz wegnehmen hier im Raum. Und ja, so sieht es jetzt im Moment aus. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, diesen Schrank, also den schmalen Schrank, der jetzt gerade voll ist mit dem kompletten Verpackungsmüll, der so angefallen ist. Dieser Schrank, der wird hier hinkommen, vor diese Wand. Und dann wird der etwas breitere Kleiderschrank, nämlich an diesen nochmal 47 cm breiter, der wird dann in die Mitte dieser Wand gerückt. Damit haben wir 2 Sachen, nämlich erstens, dass direkt hinter der Tür ein bisschen mehr Platz ist, dass zweitens das Fenster trotzdem noch aufgeht und dass man drittens was von der schönen Wand sieht. Weil normalerweise hatten wir ja vor, neben diesen Schrank quasi nochmal einzustellen, dann wäre aber schon das Fenster nicht mehr richtig aufgegangen. Und das ist natürlich dann gerade im Sommer blöd, außerdem macht es den Raum, glaube ich, ziemlich dunkel. Ja, das ist erstmal der Plan und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Gehen langsam mal ins Bett. Es ist 10:45 mittlerweile. Wir sind alle fix und fertig. Und wir sehen uns dann morgen. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come back. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? Oh, where? Where I end and you begin, where I
Der erste Schrank ist komplett. Quatsch, das war schon der zweite. Die Schränke sind komplett fertig. Alles drin, alles dran, alles bestens. Wie ihr gesehen habt, sind nach 2 Tagen Arbeit die beiden Schränke aufgebaut und Junas Hochbett. Als nächstes haben wir dann noch Emils Hochbett aufgebaut. Das haben wir allerdings nicht nochmal mitgefilmt. Ihr habt jetzt also sozusagen erstmal den Zwischenstand gesehen vom Kinderzimmer. Was wir anschließend gemacht haben, ist, dass wir ganz, ganz viel rumprobiert haben, wie wir die Möbel noch stellen wollen. Und ein bisschen was seht ihr davon auch noch in den folgenden Vlogs. Das grundlegende Möbel aufbauen ist damit aber erstmal vorbei. Es fehlte dann noch die Kommode und wie gesagt Emis Hochbett. Das haben wir dann später noch gemacht. Und ja, so ist also erstmal der Zwischenstand. Das Video ist damit zu Ende. Und ihr habt gesehen, dass das Aufbauen mit Paidi so wirklich super funktioniert hat. Es war einfach super angenehm, dass die ganzen Schubladen schon vormontiert ankamen. So hat man sich einfach eine riesengroße Arbeit gespart. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich Möbel aufgebaut habe, dann waren die Schubläden immer das, was mich am meisten genervt hat. Und das hat einfach prima funktioniert. Auch Franz war super begeistert. Ich denke, er wird dazu dann auch später nochmal was sagen. Oder ja, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich immer gerne stellen. Und ansonsten, wie gesagt, war es das jetzt erstmal von dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!